Also, gehen wir nochmal durch. Ausstattung, braunes Leadcore, Camouflage, Lehmblei, rotes geflochtenes Vorfach 36,2, 4.0er Bloody Series, Pellets und sinkender Boilies, klassische Haarmontage, Pfeffer, Muschel, Pellets 24, Krabbe, Muschel 20, Säubel, Muscheln als Dip, PVA zeige ich nochmal sofort. Ja, moin. Gehen wir das PVA auch nochmal durch. Maismehl, Muschelfeed Pellets 3, 6 und 8, Wandermuschel als Zusatzflusswandermuschel und Muschelsoße. So, und Clip haben wir jetzt hier 35 Meter. Hier bei D7, 64, 94. Ja, und dann Abfahrt. Ja, ein bisschen weniger Power werfen. Ende, Wup Wup, GZ, Alexi, Glückwunsch. Wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Oh, erster Biss. Erster Biss. Gucken wir mal. Auf der Goliath hier. Immer lieber noch ein bisschen runter mit der Bremse hier. Auch schon kein schlechter Biss. Auch schon kein schlechter. Ich glaube, die Goliath muss ich mir auch nochmal öfter kaufen, wa? Was kommt da? Spiegler, wa? Mist, 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 nein. Wie gesagt, 60 Gramm Blei reicht hier vollkommen aus, weil so weit werfen wir eh nicht raus. Also man braucht jetzt hier kein 120 Gramm Blei, ne? Ich hoffe einfach nicht zu leveln, was Grundverstand geht, letzten Tag kompetente gemacht. Ja, also ich kann dir nur raten, die Happy Hour jedes Mal nutzen. Wenn du Premium hast, nutzt die Happy Hour, sonst dauert das ewig. Und dann in der Happy Hour so 4%, also so viel Frequenz wie möglich. Also nicht mit solchen Boilies und Pellets angeln, sondern kleiner, am besten mit Kunstmais. Hier, ne? Also kann dir das gleich mal zeigen. Mit Kunstmais ist es am besten. Das ist die höchste Frequenz. Pop-Up-Rig-Montage, da kommt der nächste Biss. Hat auch schon gebissen, hat gerade geflackert. Wie gesagt, die Frequenz macht die Prozente, Jakko. Desto mehr Fische du fängst, desto mehr Prozente bekommst du. Jo, gerne. Oh, wir haben Biss. Vielleicht Bremse mal nicht so hoch machen. Bisschen verschlissen schon. Ja, zeige ich dir sofort. Damit angeln jetzt gerade so gut wie alle. Ich habe jetzt mal mehrere Spots oder mehrere Posts durchgeguckt. So, der hat, glaube ich, gebissen. Oh. Müsste mal hier mir diese Schnur kaufen hier für die Grundrouten. Die Multicolor-Schnur. Oh, da, auf rechts auch nochmal ein Biss. Guck mal, vielleicht Bremse, komm. Da kommt ein Schuppi. Guck mal, was rechts da gleich kommt.
Oh, 16,6 nehmen wir mit. So, hier ist auch Biss. Was Kleines. Oh, Bremse. Bremse, welche Route war's? Die hier, ne? Oha, oha, oha. Na, da bin ich mal gespannt. Oha. Oha. Muss schon angeschlagen. Moin Lassi, grüß dich. Das könnte jetzt Trophy sein. Schöner Wels, ja, genau. Das könnte jetzt aber wirklich Trophy sein. War schon guter. Also wenn man das mal vergleicht jetzt mit dem 22er Spiegler vorhin, der hier ist schon ein bisschen anders. Der ist schon... Kilo Wels, Benny hat ihn, ja. Ja, weiß nicht, ob das ein, weiß nicht, ob das ein Wels ist. Glaube ich eher nicht. Glaube ich eher nicht. Das wird noch ein bisschen dauern hier, ey. Der ist noch weit weg, ne? Ja. Da sehe ich ihn schon. Gucken, was das ist. Und? Spiegler, wa? Aus wie ein Spiegler. Sieht aus wie ein Spiegler. Immer noch am dicken. Bin ja hier am Benny, aber da hatte ich noch nie einen Wels. Immer noch am dicken Baum unten. Okay. Ne, ne, ist ein Spiegler. Wahrscheinlich Trophy Spiegler. Ein dicker Spiegler. Moin Trixi, Petri, grüß dich. Na, was kommt da? Das ist ja doch. Das ist ja doch. Das ist ja doch. Trophy sein. Das muss der Trophy sein. Hallo. Hallo. Oh Gott, Alter. Komm ran hier. Das ist ein Trophy. Das ist ein Trophy. Danke, Netix. Bam, 32,5. Schön.
Schön. Danke, Netix. Danke, Rambo. An dem Spot. Also, Trophy Channel ist voll damit. So, wir können mal einen Schuppenkarpfen verkaufen hier. 20 Silber. 4 Kilo. 4 Kilo Spiegler. 20 Silber. Ja, Schuppentrophy haben wir leider nicht. So, haben wir nochmal 40 Silber dazu. Sind wir bei 550 Silber. Stunde, 8 Minuten. Das ist okay. Da kann man nicht meckern. So.